Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Tutorial. Dieses Tutorial ist dazu gedacht, dir die Grundfunktion von Adobe Premiere näher zu bringen und dir zu zeigen, wie dieses Programm aufgebaut ist und wie es funktioniert. Nach diesem Tutorial kannst du selber in Premiere Pro Material importieren, es schneiden und anschließend exportieren. Ich habe bereits mein Programm gestartet. Was wir sehen, ist dann dieser Screen. Wir klicken hier oben links auf Neues Projekt. Und eröffnet uns hier das folgende Fenster. Unter Projektname können wir jetzt einen Namen für unser Projekt vergeben. Das habe ich bereits gemacht. Und unter Projektspeicherort können wir angeben, wo unser Projekt gespeichert werden soll. Da gehe ich auf Pfad auswählen. Ich habe bereits einen Videoprojektorordner angelegt, habe einen Unterordner YouTube Kickstarter Tutorial angelegt und meine Ordnerstruktur da eingefügt, zu der ich ein gesondertes Video machen werde. Und ich gehe hier auf Auswählen und gehe jetzt hier unten auf Erstellen und komme jetzt in meine Benutzeroberfläche, wo ich am Ende mein Video auch schneiden kann. Viele von diesen Fenstern brauchen wir nicht, die werde ich alle mal mit einem rechten Mausklick anklicken und anschließend schließen. So, jetzt habe ich noch die wichtigen Fenster offen. Ich kann die Fenster größer und kleiner ziehen, indem ich hier zwischen die Fenster gehe, dann erscheint hier so ein Balken mit zwei Pfeilen und dann kann ich die nach links und rechts schieben. Ich kann Fenster auch verschieben, zum Beispiel wenn ich diese Effekteinstellung hier oben hier rüberziehen möchte, dann kann ich einfach diese Effekteinstellung mit gedrückter linker Maustaste anfassen und mir hier rüberziehen. Ich lasse los und er legt mir die hier ab. Genauso mein Projektfenster, das ziehe ich mir immer ganz gerne entweder auf einem gesonderten Bildschirm oder in diesem Fall, weil ich euch das jetzt zeigen möchte, ziehe ich mir das hier links hin, dass das so türkis hinterlegt wird. Ich lasse los und ich habe jetzt mein Fenster groß. Ich ziehe meine Fenster jetzt mal alle auf eine Größe, die für mich Sinn macht. Diese Werkzeugleiste kann ruhig klein sein. Mein Schnittfenster ist wichtig. Quelle, Programm, das sind die Hauptfenster, in denen wir arbeiten. Wenn ich jetzt mein Material importieren möchte, dann mache ich das in diesem Projektfenster hier links. Um mein Material schneiden zu können, muss ich es nun zuerst einmal in mein Projekt importieren. Das mache ich hier in mein Projektfenster. Ich habe mir hier einen Ordner Footage und einen Ordner Audio Material. Hier sind meine Videodateien drin und im Audio sind meine Audiodateien drin. Die kann ich mir einfach mit gedrückter Command-Taste selektieren und hier einfach reinziehen. Oder die andere Möglichkeit wäre es, hier einen Doppelklick in mein Projektfenster zu machen. Dann öffnet sich hier folgendes Fenster und hier könnte ich dann auch meine Audiodateien und meine Videodateien selektieren und hier reinziehen. Wie wir hier ganz schön sehen können, er übernimmt meine Ordnerstruktur, die ich mir vorher angelegt habe. Wir können natürlich auch selber auch manuell Ordner erstellen. Das machen wir, wenn wir hier unten in unserem Projektfenster auf Neue Ablage klicken. Und dann kann ich mir hier zum Beispiel einen Ordner 04 Grafiken oder Ähnliches anlegen. Ich kann diese Ordner aufklappen und kann dann sehen, was ich in diesen Ordnern drin habe. Ich sehe, hier habe ich verschiedene Videodateien drin. Hier sehen wir unsere Framerate, Frames per Second. Und wenn ich hier unten nach rechts scrolle, sehen wir hier die Größe unserer Videos. Die sind alle in 4K angelegt, beziehungsweise diese hier unten sind in Full HD angelegt, 1920x1080. Das spielt gleich, wenn wir uns eine Sequenz erstellen, eine Rolle. Das wollen wir jetzt auch mal machen. Wir erstellen uns jetzt mal eine neue Sequenz, in der wir dann unser Material schneiden. Das machen wir hier unten unter Neues Objekt, Sequenz. Und wir sehen, hier gibt es verschiedene Sequenzvorgaben. Für diese Übung legen wir unser Video in Full HD an. Das ist immer noch das gängigste Format für Online-Videos. HD 1080p, 25 Frames per Second. Und hier unten können wir dann den Namen unserer Sequenz eingeben. Ich nenne die jetzt auch einfach mal YouTube Kickstart Tutorial. Okay, und er legt uns hier jetzt in unseren Hauptordner, da wir hier keinen anderen Ordner selektiert haben, unsere YouTube Kickstart Tutorial Sequenz ab. Wir sehen auch hier unten hat sich was getan. Unsere Sequenz wird uns jetzt hier in unserem Schnittfenster angezeigt. Wie bekommen wir jetzt unser Material hier unten in unsere Schnittsequenz, wo wir sie anschließend auch bearbeiten? Mit einem Doppelklick können wir unsere Videos hier angucken. Und das Video, mit dem wir unser Video starten möchten, ziehen wir uns dann einfach hier unten rein. Wir sehen, jetzt ist die Größe natürlich anders. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir unsere Sequenz
in Full HD angelegt haben, während unser Material in 4K angelegt ist. Das können wir relativ einfach anpassen. Wenn unser Material größer als die Sequenz ist, wie in diesem Fall, können wir hier einfach auf unser Material einen rechten Mausklick machen unten in unserem Schnittfenster und können hier sagen, auf Framegröße anpassen, Pan und Zoom. Und dann passt er uns die Größe unseres Videos an. Mit der Leertaste kann ich mein Video anschauen. Wenn ich sie erneut drücke, hält er mein Video an. Wir sehen, Adobe Premiere spielt das Video in diesem Programmfenster hier oben ab, während im Quellfenster nichts passiert. Das liegt daran, dass das Quellfenster nur dafür gedacht ist, unsere Quellen, also unser Ausgangsmaterial, uns anzuschauen. Während wir hier in diesem Programmfenster sehen, was wir hier unten in unserem Schnittfenster schneiden. Wenn wir unser Video abspielen, fällt uns auf, dass sich hier dieser blaue Punkt bewegt. Das nennt sich Abspielkopf und dieser Abspielkopf zeigt uns an, wo wir uns hier in unserer Timeline befinden. Wichtig ist, dass wir zu Navigationszwecken relativ viel zoomen, weil wir sehen, dass unser Video uns hier sehr klein angezeigt wird. Wenn wir das schneiden wollen, wäre es schon gut, ein bisschen näher ranzukommen. Und das können wir hier unten machen, indem wir hier diese zwei Punkte zusammenschieben. Oder wir drücken auf unserer Tastatur Plus und Minus. Minus zoomt raus, Plus zoomt rein. Und dann kommen wir hier näher an unser Video ran und sehen am Ende auch besser, was wir hier machen. Was noch wichtig zu wissen ist, wir zoomen immer auf unseren Abspielkopf, also auf diesen blauen Strich hier. Wenn ich mein Video jetzt schneiden möchte, wähle ich mir die Rasierklinge aus, gehe an die Stelle, wo ich es abschneiden will und kann jetzt hier mit der Rasierklinge einfach einen Schnitt setzen. Wir sehen das, er hat jetzt uns hier einen Schnitt gesetzt. Wenn mir es vorne zu lang ist, kann ich das vorne auch abschneiden und ich setze hier auch einen Schnitt. Wenn ich dann das Auswahlwerkzeug wieder auswähle, kann ich das vordere Video einfach anfassen und mit der Rückstelltaste auf meiner Tastatur löschen und genauso das hintere. Und ich habe jetzt mein Video geschnitten. Nun ist hier vorne eine Lücke entstanden. Diese kann ich einfach füllen, indem ich mein Video anfasse und links rüberschiebe. Ich hatte euch ja jetzt schon die Leertaste auf der Tastatur gezeigt. Mit dieser Leertaste können wir unser Video abspielen und pausieren. Wir können jetzt auch anders im Video navigieren, und zwar können wir unsere Pfeiltaste nach links drücken, um frameweise nach links zu springen, und unsere Pfeiltaste nach rechts, um frameweise nach rechts zu springen. Wenn wir die Pfeiltaste nach oben drücken, springen wir an den Anfang unseres Clips, und wenn wir die Pfeiltaste nach unten drücken, springen wir an das Ende unseres Clips. Mit gedrückter Shift-Taste können wir die Sprünge nach links und nach rechts größer machen, also wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten und die Pfeiltaste nach links drücken, dann machen wir 5 Framesprünge nach links bzw. nach rechts 5 Framesprünge nach rechts. Ein großer Vorteil von Adobe Premiere ist, dass ich mein Video auch schon vorselektieren kann in diesem Quellfenster. Wenn ich hier auf ein Video draufklicke, dann kann ich auch hier diesen Abspielkopf anfassen bzw. auch mit Leertaste einfach zu einer Stelle gehen, wo ich starten möchte und kann hier über diese Klammer ein Inpoint setzen bzw. auf der Tastatur I drücken. Und wenn ich dann an die Stelle gehe, bis zu der ich das Video hier unten reinziehen möchte, drücke ich O auf meiner Tastatur und habe jetzt hier dieses Video von dem Punkt hier vorne bis zu dem Punkt hier hinten selektiert und kann das jetzt hier auch einfach reinziehen. Jetzt muss ich das natürlich wieder mit rechter Maustaste auf Framegröße anpassen, wieder auf die richtige Größe bringen und kann jetzt das hier abspielen und habe mir jetzt einfach das Video, was ich hier oben in meiner Quelle vorselektiert habe, hier unten reingezogen. Wenn ich mein Video abspiele, sehen wir, dass hier oben die Zeit abläuft. Das ist der sogenannte Timecode. Der zeigt uns an, wo wir uns gerade in der Timeline befinden. Ich klicke mal hier drüber. Jetzt bin ich bei 1 Sekunde 14. Die ersten zwei Zahlen stehen für Stunden, die zweiten für Minuten, die dritten für Sekunden und die vierten für Frames die Sekunde. In unserem Fall sind 25 Frames eine Sekunde. Er springt also nach 24 Frames auf die nächste Sekunde. Wenn ich mein Video jetzt schneiden möchte, dann würde ich mir mein Material jetzt hier oben angucken, schauen, was ich als nächsten Abschnitt in mein Video ziehen möchte. Wir hören, hier ist Ton auch drunter. Ich setze jetzt hier einen Inpoint, hier einen Outpoint, ziehe mir das hier unten rein und kann mir so dann quasi mein
Video hier aufbauen. Nun hat dieses Video Ton. Wenn ich diesen Ton nicht unter dem Video haben möchte oder diesen Ton selektiv verändern möchte, dann geht das jetzt gerade noch nicht. Wenn ich hier drauf gehe, dann passt eher Ton und Bild zusammen an. Wenn ich das voneinander trennen möchte, kann ich hier oben einfach die verknüpfte Auswahl ausstellen. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kann ich meinen Ton anpassen und den quasi kürzer als meinen Clip schneiden oder ihn selektieren und mit der Rückstelltaste einfach rauslöschen. Und dann würde ich hier in die Bewegung reinschneiden. Da würde ich dann gucken, hier geht sie runter und startet dann mit dem rechten Fuß hoch. Da würde ich gucken, dass ich diese gleiche Bewegung hier irgendwie suche. Genau, hier geht sie mit dem rechten Fuß hoch. Der ist ungefähr auf der gleichen Position. Ich setze hier wieder ein Inpoint. Bis hierhin möchte ich das, wo sie vielleicht ihre Arme hochnimmt. Setze den Outpoint oder die Arme wieder runternimmt und ziehe mir das hier weiter rein. Und würde mir jetzt so mein Video hier aufbauen. Dazu passt dann dieses Video. Hier hat sie die Arme oben. Wir hatten eben das bis dahin selektiert, wo sie die Arme wieder runternimmt. Ich setze einen Inpoint, setze einen Outpoint. Ziehe das hier wieder auf die richtige Größe. Und wir sehen, wenn wir in die Bewegung schneiden, dann fallen die Schnitte gar nicht großartig auf. Wenn wir jetzt hier vor noch ein Video einfügen möchten oder hier drüber, dann können wir das einfach uns auswählen und können das hier auch theoretisch auf die zweite Videospur legen. Ich passe die Größe wieder an und könnten theoretisch unseren ganzen Schnitt auch hier nach hinten verschieben und hier noch weitere Videos einfügen. Jetzt benötigen wir in unserem Video noch Musik. Ich habe mir einen Track ausgesucht, der meiner Meinung nach zu diesem 80er Jahre Aerobic Vibe passt. Und auch hier können wir einfach reingehen und können uns hier zum Beispiel einen Outpoint setzen. Er nimmt dann unseren Start als Inpoint. Und das Audio kann ich mir nicht wie eben das Video hier oben einfach anfassen und reinziehen, sondern ich müsste dann hier über diese Funktion hier gehen und kann mir das dann hier unten reinziehen. So, das ist jetzt ein bisschen laut. Wir können das jetzt auch ein bisschen leiser stellen, indem wir unsere Spur hier aufziehen. Wir sehen das schon, wenn ich hier rüber gehe, dann kann ich die Spur hier größer ziehen und kann hier mein Audio leiser ziehen. Wenn wir jetzt unseren Audio-Track auf die gleiche Länge wie unseren Schnitt bringen möchten, dann gehen wir hier hinten auf die Schnittkante und können das hier einfach zuziehen und dann theoretisch uns hier einfach eine Blende setzen. Jetzt komme ich hier oben auf das Fenster Effekteinstellungen zu sprechen. Wenn ich einen Clip mir auswähle, wir sehen immer, der Clip, der angewählt ist, ist immer so weiß hinterlegt. Ich zoome hier mal drauf, ich kann den hier auch größer ziehen wieder. Am besten auch einfach hier in der Timeline über den Clip klicken, den wir bearbeiten möchten. Wir können jetzt hier zum Beispiel die Größe unseres Clips noch nachträglich anpassen, vorausgesetzt unser Material ist groß genug. Und können dann hier auch so ein bisschen die Position noch anpassen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass man sie hier noch im Spiegel sieht, dann kann ich das mir hier so zurechtschieben. Hier kann man auch noch die Drehung oder die Drehkraft anpassen. Das alles geht hier oben in den Effekteinstellungen. Wenn wir unsere Spuren jetzt in verschiedenen Größen haben und alle Spuren uns wieder kleiner anzeigen lassen wollen, damit das ein bisschen übersichtlicher wird, dann können wir hier oben auf diese Zange klicken und können sagen, alle Spuren minimieren und er zeigt uns alle Spuren wieder klein an. Nun kann sein, dass wir unser Video mit Text starten möchten. Dafür wählen wir dieses Textwerkzeug hier unten aus und können dann in unserem, ich mache das Fenster hier mal ein bisschen größer, können in unserem Programmmonitor ein Textfeld aufziehen und dort dann hier zum Beispiel Aerobics reinschreiben. In unseren Effekteinstellungen finden wir dann hier oben den Punkt Text. Den kann ich einfach ausklappen. Und wenn ich den Text jetzt hier markiere, gedrückter linker Maustaste, kann ich hier die Größe anpassen, kann die Schriftart anpassen, zum Beispiel Impact, kann diesen Text zentrieren, also ähnlich wie in Word, kann die
Farbe des Textes ändern. Könnte dem Ganzen jetzt hier noch eine Kontur geben. Und wenn ich jetzt wieder auf mein Auswahlwerkzeug gehe, kann ich mir diesen Text auch hier hinschieben, wo ich ihn haben möchte. Wenn ich möchte, dass der Text dann hier irgendwo ausblendet, zum Beispiel hier, nachdem sie ihre Schuhe angezogen hat, dann kann ich auf die Schnittkante klicken und kann hier eine mit rechtem Mausklick eine Standardüberblendung anwenden. Und er fadet dann den Text aus. Nun kann sein, dass wir unter unserem Video auch noch ein paar Soundeffekte einfügen möchten. Ich habe mir hier unter SFX mal ein paar Soundeffekte rausgesucht. Zum Beispiel so eine Sport Whistle. Vielleicht möchten wir, dass unser Video mit dieser Sport Whistle startet. Auch hier können wir einen In- und Out-Point setzen. Und dann kann ich mir hier unter nur Audiodatei ziehen, hier diese Sport Whistle an den Anfang legen. Während Adobe Premiere die obere Videospur priorisiert behandelt, ist es so, dass beim Audio ein Mixdown von allen Spuren gemacht wird. Falls wir selber noch etwas einsprechen möchten, gibt es dafür hier diese Voice-Over-Aufzeichnungsfunktion. Dafür solltet ihr euren Ton ausstellen auf dem Computer, also dass ihr keinen Ton mehr aus euren Lautsprechern hört, weil es sonst eine Rückkopplung geben kann. Und dann klickt man hier einfach drauf. Er zählt dann runter. Und Adobe Premiere nimmt unseren Ton in der Spur, in der wir auf das Mikrofon geklickt haben, auf. Ja, gut, sehr gerne den Robot gemacht. Ich brauche nur diesen hinteren Teil, das heißt, ich kann alles andere abschneiden. Entweder ziehe ich mir das hier so zu oder ich nehme meine Rasierklinge, setze hier einen Schnitt, nehme mein Auswahlwerkzeug und lösche hier vorne alles raus. Nun möchte ich mein Audio pegeln. Ich möchte, dass, wenn ich hier etwas einspreche, meine Musik nicht mehr so laut ist. In den 80er Jahren wurde sehr gerne. Damit man meine Sprache besser versteht, dafür wähle ich dieses Pen-Tool aus. Ich muss natürlich hier vorher gucken, dass die Spur groß genug ist und ich hier diese Linie sehe. Und dann kann ich hier einfach 4 Punkte setzen, die ungefähr über den Schnittkanten dieses unteren Clips sind. Und ich kann jetzt hier mit dem Auswahlwerkzeug diese Linie hier nach unten ziehen. In den 80er Jahren. Und wir hören, die Musik ist erst laut. In den 80er Jahren wurde sehr gerne Aerobic gemacht. Ich ziehe das noch weiter runter. In den 80er Jahren wurde sehr gerne Aerobic gemacht. Das hört sich jetzt hier gut an. Und ich kann das jetzt so verwenden. Ich bin jetzt mit meinem Video soweit fertig und möchte das exportieren. Ich gucke hier nochmal, dass meine Audiospuren und meine Videospuren sauber miteinander abschließen. Es sollte hier nichts mehr hinter diesem Video liegen, um sicherzugehen, dass ich wirklich nur meinen Schnitt exportiere, kann ich wirklich auf das letzte Bild gehen. Wir können mit den Pfeiltasten links und rechts auch nach links und rechts navigieren. Und ich gehe auf das letzte Bild und drücke einmal O, um einen Outpoint zu setzen. Und wir sehen dann, wenn ich hier reinzoome, schließt unser Outpoint sauber mit unserem Video ab. Dann können wir hier oben auf Datei, Exportieren, Medien, unser Video ausspielen. Wir können hier einiges unter den Einstellungen einstellen. Wir möchten H264 ausspielen, das ist standardmäßig angewählt. Hier oben können wir noch unseren Pfad angeben. Ich möchte mein Video in meinen Exportordner legen. Ich kann hier diesen Reiter Video einmal ausklappen und dann auf Mehr noch weiter ausklappen und kann jetzt hier meine Zielbitrate eingeben. In diesem Fall stelle ich sie auf 16 und gehe hier rechts jetzt auf Exportieren, um mein Video auszuspielen. Wenn ich jetzt in meinen Ordner schaue, sehe ich hier mein fertig exportiertes Video.